Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, in der letzten Folge wollten wir eigentlich einem Geheimnis auf die Spur kommen, beziehungsweise wollten wir mit unserer Quest weitermachen, was unsere Mutter betrifft, aber da wurden wir dann leider hier in den Keller gezogen und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt hier auf mich zukommt. Können wir mit ihm nochmal reden? So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Oh Gott. Ich bin Detektiv. Ich bin hier nicht, weil ich irgendwie... Concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. Willst du mich verarschen? Drücke zum Zielen LT. Achso, kann ich jetzt so wahrscheinlich nicht. Und zum Feuern RT. Achso, Moment, L. Ja, ja, klar. Und zum Feuern RT. Beim Zielen wird der Zeitlupe-Modus aktiviert, in dem für begrenzte Zeit mit Schusswaffen zerstörbare Objekte hervorgehoben werden. Drücke X zum manuellen, das ist links, zum manuellen Nachladen deiner Schusswaffe. Ach du Scheiße. Okay. Leute, ich spiele Sherlock Holmes. Ich wollte hier keinen Ego-Shooter machen oder so. Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Okay. Habe ich jetzt unendlich Munition und muss nur nachladen? Oder muss ich mit dir nochmal sprechen Move vorher? On to the next room, new boy. Ja, ja, ja. Just like in charge. Was macht der denn da? Mit B kannst du zwischen, zwischen Stehen und Ducken wechseln. Mit Y will er gerade nicht. Doch. Ach, ich muss dann in die Richtung auch drücken. Okay, mit Y rollen. Okay. Huh. Steady, Sherry. Ach, jetzt wollte ich ihn gerade erschießen. Steady. Ja, und go. Ja. Das war schon. Sollte ich hier nur rennen oder was? My favorite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage. Okay. And don't forget the environment. Und zielen. Ach so, da oben muss ich drauf ziehen. warum sollte ich eigentlich da oben drauf zielen? I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Let's move on. Okay. Okay, war's das? Schnapp ich wieder raus? Stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armor. Okay. Da auch noch? Hooray! Alright, let's move on, Sherry. Was ist das denn? Schnupftabak oder was? Was hier so am Leuchten ist? Okay, gehen wir erstmal weiter. If you stand here and use your snuffbox on them, you can definitely Tatsache. Overcome them, Sherry. It's all calculated. Wie soll ich denn... Achso, mit RB kann Sherlock Gegnern in der Nähe Schnupftabak ins Gesicht werfen, um sie handlungsunfähig zu machen. Das ist geil. Diese Fähigkeit hat nach jeder Anwendung eine Abklingzeit zur Folge, die jedoch mit jeder erfolgreichen Festnahme kürzer ausfällt. Okay, also hier hinstellen. Look at that helmet. You won't be able to get the powder past it. Helpful advice, just never have guessed. Good job, new boy. Ja. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Well, okay. I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. Yeah. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, Nein. I'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here. Take these. They are blank rounds. So, are you ready?
Always ready. Then Nein. Let's get cracking. Nein, ich will nicht. Worried? Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry. And remember, the surroundings are your playground. Oh Gott, heißt das, ich habe jetzt eine Aufgabe bekommen, bei der ich auf jeden Fall failen werde. Menschen zu töten ist barbarisch. Was soll denn der Quatsch? Normalerweise schieße ich dir in den Kopf. Versuche stattdessen, den Gegner festzunehmen. Dazu musst du ihn erst handlungsunfähig machen. Dich ihm dann nähern. Ich habe zu viel Deso gespielt. Ich habe gerade eher nähern gelesen. Und abschließend für die Festnahme A drücken. Folge dabei zügig den Anweisungen auf dem Bildschirm. Also ich hoffe, dass das A dann auch da reingestellt wird. Machen wir das mal raus, damit ich mehr sehe. Oh Gott. Ich hasse sowas. Ich kann es auch überspringen. Das ist ja geil. Okay. I'm coming. Werden wir natürlich jetzt erstmal nicht machen. Ach so, ich muss da hin. Ah, lauf, lauf. Nein, falsche Taste. I'm coming for you. Hallo. Ja, ich hab doch schon gedrückt. Leute. Was denn? I'm coming. Ausweichen kann ich auch nicht. Was soll ich denn machen? Leute. Also, mir wird nicht angezeigt, dass ich irgendwas machen soll. I'm coming for you. Kann ich hier irgendwas anderes vielleicht? Hast du irgendwelche Probleme? Ist ich da vielleicht. Too simple. I'm coming for you. Nein, du sollst da hinlaufen, wo ich gegenschießen kann. Junge. Give him the pepper snuff. Nein. Ja, lauf, lauf. Nein, falsche Taste. Scheiße. Och, das ist nicht euer Ernst. Okay, also man kann es anscheinend nicht nochmal direkt machen. Man muss erst irgendwas anderes dann machen. Ich wüsste aber nicht. Ach, da ist noch. Okay. Don't bother moving. You've lost. Aber ich kann ja trotzdem. Oh. Ich hab den aber an seinem Hut getroffen. Stop, stop. What do you think you're doing? You could have injured the poor fella. I can't allow you to carry a gun if you'll only use it to kill. Your task is to detain. Don't forget that. Once again, without the brutal shootout this time. Let's start over, boys. Oh nee, komm. Das ist doch langweilig. Okay, also ich mach's jetzt noch einmal, weil ich wissen möchte, was mit dem letzten ist. Ich weiß aber nicht, warum der den Hut jetzt nicht angenommen hat. Keine Ahnung. Sollte mir das jetzt zu lange dauern, werde ich dann den Kampf überspringen, weil wir spielen halt Sherlock Holmes. Das hat ja nichts mit Kämpfen zu tun. I'm coming. Lauf, 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 lauf. Don't bother moving. You've lost. Der andere. Hallo. Ja, lauf hin. Komm, heute noch. Ja, ich denke, ich soll nach unten gehen. Hallo. I'm gonna hurt you. Wieso nimmt der das nicht an, wenn ich auf den Arm schieße? Was ist das? Ach
Ach, ich muss das nach oben. Hallo, ich habe das Y aber gedrückt, Leute. Also jetzt fühle ich mich echt verarscht. Lauf doch mal. Ja, dann lauf halt nicht, ist mir auch egal. Kann man sich nicht heilen? Ist denn hier gar nichts mehr, wo man drauf schießen kann irgendwie? Ja. The snuff's ready. Don't cry, you'll live. Genau. Och komm, ich habe ganz eindeutig den Hut getroffen. Also seid mir nicht böse, aber ich werde den Kampf jetzt erstmal überspringen, weil das ist auch langweilig. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street. And you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Now you're a certified crime scene consultant. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor? Ja, hoffentlich. You have the whole island to investigate. It's all up to you. Ja, natürlich machen wir uns dahin auf. Immerhin ist das ja unsere Aufgabe. Kann man hier drin nicht laufen? Lauf! So, also, wir haben ja eine Aufgabe, wo ich eigentlich auch gedanklich schon voll drauf eingestellt war. Und dann kam dieser, ja, überflüssige Kram dazwischen. Moment, Grand Seray. Das ist das, wovon die gesprochen haben. Das soll, na gut, das mit dem Polizist hilft uns wahrscheinlich eher nicht weiter. Baskerville Straße. Oh je, Baskerville Street. Da soll ein Hügel gewesen sein und eine Kirche. Die man jetzt so erstmal nicht sehen kann. Wobei, das könnte jetzt vielleicht hier hinten sein. Das sieht so ja. Ach so, das wird automatisch. Ja gut. Ich wollte aber eigentlich Kompassmarkierung. Moment, dahin. Damit ich doppelt ausgerüstet bin, weil von weiter weg kann man es ja irgendwie nicht so richtig sehen. Was ich wirklich blöd finde, dass man sich da zu Fuß hin aufmachen muss. Ich habe zumindest noch keine Möglichkeit gefunden. Also ich denke mal, es gibt so eine Art Schnellreise dabei. Aber ich habe jetzt hier noch keine gefunden, außer ganz am Anfang, wo wir mit dieser Kutsche hinfahren konnten. Hier ist wieder eine Kutsche. Ich probiere das nochmal. Aber da ist gar keiner bei, ne? Da steht auch keiner. Nö. Dann würde ich sagen, dass ich mich aufmache. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Okay. Dass ich mich aufmache zum Grand Seray bzw. zu unserem Ziel und euch dann gleich wieder hinzuschalte. Bis gleich. Moment. Ich habe hier was gefunden. Ha! Also man kann wohl doch mit den Kutschen schnell reisen. Aber man kann leider nur zu den Orten schnell reisen, wo man so einen Stern hat. Das bringt uns natürlich nicht allzu weit. Das heißt, ich schalte euch wirklich gleich wieder hinzu, wenn wir angekommen sind. Aber das wollte ich euch kurz zeigen. Also diese Kutschen, die hier am Rand stehen, ich glaube, die haben immer die gleiche Optik. Die kann man tatsächlich immer fürs Schnellreisen benutzen. Leider nur dann, wenn man was freigeschaltet hat. So, wir haben jetzt eine alte Ruine, da wollte ich nicht reingehen, eine alte Ruine als Schnellreisepunkt freigeschaltet. Das dürfte dann in der Nähe sein, weil, also vorausgesetzt, Moment, das war aber eigentlich der Hügel, ne? Aber das ist trotzdem geradeaus angezeigt, dass ich da hin muss.
Ja, vielleicht gibt es da nochmal einen neuen Hügel. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Was ist das hier? Kann man da irgendwas machen? Nö. Da hinten hat es gerade so komisch geleuchtet. Oh no. Jetzt sind wir im Endeffekt an dem Punkt, wo wir angeblich hin sollen. Aber hier ist nichts. Warum kann ich jetzt nicht durch? Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwas... Ja, mit der Sicht scheinen wir hier auch nichts zu finden. Okay. Das gestaltet sich dann doch etwas komplizierter, als ich erhofft hatte. Aua, hier sehe ich so gar nichts. Ja, das war die Taste. Da kann ich jetzt auch nichts sehen. Und dann schauen wir hier nochmal eben nach. Das ist aber dieses Haus, was wir suchen, oder nicht? Die eines Polizisten vor unserem Herrenhaus. Aber warum war er dort gewesen? Muss sich in Grand Sarah befinden. Ich hatte auch bruchstückhafte Erinnerungen an eine Brücke und eine Kirche auf einen Hügel. Das Herrenhaus muss dort irgendwo in der Nähe gewesen sein. Ja, er hat es mir jetzt hier markiert. Aber da ist nichts. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass hier irgendwo ein Herrenhaus noch ist. So hier hoch. Aber da hat er mir das mit den verschütteten Erinnerungen geschrieben. Ob das jetzt die Ruine ist von dem Haus? Ich bin mir nicht sicher. Aber das sieht ja eher nach einer anderen Ruine aus. Wir sind aber, meine ich, an einem Haus vorbeigekommen, eben auf dem Weg. Das ist auch nichts. Ja. Wo wir hier von oben runtergelaufen sind. War da nicht gerade eben noch ein Haus? Doch, da oben. Ich verstehe da nur nicht, warum der das unten am Wasser markiert. Aber das ist eigentlich, ne, das ist eigentlich die Stadt hier, oder? Ist das das Herrenhaus? Kann ich mir nicht vorstellen. Das sieht anders aus. Na gut, das hat auch so einen Balkon drin. Aber das hat oben... Sieht das anders aus. Da ist die Kirche. Also wie gesagt, das sieht ähnlich aus, aber nicht gleich. Aber wenn die Kirche schon in der Nähe ist, theoretisch... Müsste es dann doch einen Weg da hoch geben. Ist der nicht eingezeichnet hier? Ach, ich gucke in eine Richtung. Oh je. Yeah. Kommt man denn da überhaupt hoch? Ich denke mal, hier kommt man nur runter, oder? Das ist wieder was anderes. Hier ist ein Weg hoch. Der müsste... Moment, habe ich da oben jetzt gerade ein Haus gesehen? Ganz oben? Wenn ja, dann müsste das doch theoretisch das sein, was wir suchen. Nee, das ist die Kapelle. Scheiße. Okay. Das ist nicht ganz da, wo wir eigentlich hinwollen. Kann man hier rein? Auch nicht. Das ist die Kirche. Hier gibt es noch einen Weg. Der uns aber nicht viel bringt, weil der wieder... Ah, den haben wir jetzt auch schon mal als Schnellreisepunkt. Das ist gut. Ja,
Also ich würde schon fast sagen, damit jetzt die Folge, bis wir das rausfinden, nicht so lange dauert, dass ich hier nochmal weiter suchen werde. Aber ich bin jetzt hier schon fast weg von der Kapelle, ne? Dass jetzt hier richtig ist, ich bin mir nicht sicher. Dass ich jetzt hier noch ein bisschen weiter suchen werde und euch dann am Ende zeigen werde, hoffentlich, wenn ich es gefunden habe, wo denn das Haus ist, was wir suchen. Ich bin ja irgendwie komplett auf Privatgelände. Ich bin auch komplett... Naja, komm... Ach, das war meine Markierung. Ich habe die ganze Zeit auf die Markierung geguckt. Jetzt bin ich schon hier oben. Ach du Scheiße. Da ist auf jeden Fall die Kirche. Die markiere ich mal, die Kirche. Die eines Polizisten für unseren Stonewood Manor muss sich in Grand Surrey befinden. An eine Brücke und eine Kirche auf einen Hügel. Das Herrenhaus muss irgendwo in der Nähe gewesen sein. Also gut, die Kirche haben wir jetzt gefunden, aber hier ist keine Brücke in der Nähe. Es sei denn, das war jetzt die Brücke, wo wir gerade durchgelaufen sind. Bin ich jetzt von hier gekommen? Moment, doch hier ist eine Brücke. Aber da unten das Haus, da war ich ja schon vor. Es sei denn, ich muss mir das jetzt tatsächlich nochmal genau angucken. Also Brücke und Kirche haben wir auf jeden Fall hier. Das ist definitiv schon mal der richtige Ort, beziehungsweise die richtige Ecke. Nur das richtige Haus habe ich jetzt noch nicht gefunden. Moment, warte mal. Oder war das dahin? Das war ein anderes, oder? Das werde ich jetzt nochmal eben gemeinsam mit euch... Also ich werde einmal hier schauen, ob ich hier irgendwas finde. Aber das sollte nicht das Haus sein, weil das ist oben... Sieht das anders aus. Ja, es ist auch... Das kann es eigentlich nicht sein. Und hier oben... Oh, geht mir mal aus dem Weg, Leute. Da sitzt eine Puppe. Was macht die denn hier? Komplett ohne... Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht die Annabelle. Aber das wird es auch nicht sein hier, oder? Das sieht auch anders aus. Nee. Also ich denke, ich muss hier wirklich noch so ein bisschen herumirren. Es wird auch schon wieder morgen. Vielleicht kann ich es dann besser erkennen. Ich werde euch dann gleich wieder hinzuschalten, wenn ich denn hoffentlich herausfinde... Hier ist die Brücke. Hoffentlich herausfinde, wo dieses Herrenhaus ist, was ich suche. Da war ich gerade schon drin, oder? Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt das war, wo ich drin war. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Nein. Also, ich habe gerade gesehen, dass wir hier schon mal bei Stonewood Manor vorbeigekommen sind. Und ich bin mir sicher, ja, da steht auch Stonewood Manor. Oh mein Gott, das kann jetzt nicht sein, oder? Dass ich jetzt wie bekloppt die ganze Zeit mit euch hier durch die Straße geirrt bin. Und dass ich es eben schon gefunden hatte. Aber wieso ist dann hier nichts getriggert worden? Das verstehe ich nicht. Ist das das hier, wo ich gerade rumlaufe, vorbeilaufe? Kann ich hier durch? Nee. Da ist auch die Kirche. Moment, jetzt muss ich nochmal eben schauen. Bis zur Straße und dann die Linksbiegung hoch. Also, ich meine nämlich auch, ich habe das eben schon mal freigeschaltet, den Namen. Das kann es aber nicht gewesen sein.
Und der kam mir irgendwie auch bekannt vor. Aber ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht gecheckt. Ich glaube, ich muss hier hoch. Kann das sein? Gebt mir mal alle aus dem Weg, bitte. Ich bin jetzt hier gerade... Ist das nicht da, wo die Kirche war? Doch, oder? Jetzt ist das da unten? Moment, hä? Jetzt ist es quasi links... Da! 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 Oh mein Gott! Es ist gar nicht hier hoch. Aber wie komme ich da jetzt rein? Entschuldigung. Ich bin gerade fixiert darauf, wie ich da reinkomme. Beziehungsweise da hinkomme. Hier! Hey Sherry, there's post here. And it seems as if the letter was delivered recently. Willst du mich verarschen, dass ich hier wie so ein Bekloppter die ganze Zeit am Rumrennen bin und du stehst hier vor der Tür und hast nichts Besseres zu tun, als mit mir zu sprechen, beziehungsweise auf mich zu warten? Hey Sherry, there's post here. And it's... So, Brief von meinem Bruder Mycroft, Sherlock. Ich hoffe, du wirst diesen Brief niemals lesen, denn das würde bedeuten, dass du deinen absurden Hirngespinsten doch gefolgt bist. Die Vergangenheit ist vergangen. Zeit und Energie zu investieren, um bereits Erlebtes wieder aufzurollen, ist bestenfalls kindische Zeitverschwendung und schlimmstenfalls eine pathologische Schwäche. Tod durch Tuberkulose ist kein schönes Ende. Und trotz all deiner Proteste war es besser, dieses Elend von dir fernzuhalten. Es ist anzunehmen, dass du dem Grab unserer Mutter bereits einen Besuch abgestattet hast. Ich gehe davon aus, dass du damit deinen dringenden Impuls nachgekommen bist und nun umgehend nach London zurückkehren wirst. Es ist an der Zeit, dass du dich von der Vergangenheit abwendest und dich stattdessen der möglichen Zukunft widmest. Das Königreich braucht dich. Mycroft. After reading that, I am even less eager to return home than before. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I know. Predictable. Ja, da das Ganze jetzt aber leider so lange gedauert hat, wo ich hier rumgeirrt bin, ich weiß auch nicht, ob ich das Ganze jetzt geschnitten habe oder vielleicht einzelne Phasen ein bisschen schneller habe laufen lassen. Also wie gesagt, ich zeige euch das nochmal kurz auf der Karte, wenn ihr selber danach suchen müsst. Hier oben ist das Stonewood Manor. Wir sind anfangs irgendwie dran vorbeigelaufen und ich habe es nicht gecheckt. Aber ich bin auch sehr verwirrt gewesen, weil hier unten diese Sache mit den verschütteten Erinnerungen war, also hier aufgeplöppt ist. Und ich eigentlich gedacht habe, dass ich dann dahin müsste. Ja, also hier oben, Leplong Road, da müsst ihr hin. Ich würde sagen, damit das Ganze nicht zu lange wird, dass wir dann heute erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns das Innere von diesen Anwesen in der nächsten Folge ansehen werden. Bis dann. Ciao.